Ja, moin, liebe Teens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich richtig darauf, heute wieder einen richtig guten Schlüsselgedanken mit euch zu teilen. Wir sind bei Markus Kapitel 14 angelangt und Markus Kapitel 14 ist so super emotional. Du hast das Kapitel ja sicherlich gelesen und ich teile heute mal einen Schlüssel mit dir, der mir geholfen hat, so ein bisschen tiefer in die Bibelgeschichten einzusteigen. Und zwar, während du diese Geschichten liest, ist es gut, dass du einmal dir das Ganze bildlich vorstellst, in deiner Vorstellungskraft. Ja, und während du diese Geschichten dir vorstellst, merkst du, wie emotional Markus Kapitel 14 ist. Markus Kapitel 14 erzählt uns nämlich zuallererst einmal von einer Frau, die Jesus so sehr liebte, dass sie bereit war, das Kostbarste, was sie besaß, das war ein Duftfläschchen, was ungefähr den Wert eines Jahresgehaltes hatte. Natürlich war der Jahresgehalt früher geringer als heute, aber wenn man heute sich so ein Durchschnittsgehalt anschaut, dann kannst du dir vorstellen, dass dieses Duftfläschchen 20.000 Euro, ja, du hast richtig gehört, 20.000 Euro wert gewesen wäre zum heutigen Tag. Und mit diesem Fläschchen wäscht sie und salbt sie die Füße Jesu. Sie bringt ihre ganze Wertschätzung, ihre ganze Liebe Jesus zum Ausdruck. Und das ist das erste Prinzip, was du verstehen darfst, dass Liebe immer gibt. Also wenn du wissen willst, was du wirklich liebst, dann schau dir an, wo du bereit bist, deine Liebe, deine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und überall dort, wo man seine Liebe, seine Wertschätzung zum Ausdruck bringt, reagieren Menschen. Menschen reagieren darauf. Und vielleicht kennst du das auch als Teenie. Du bringst deine Wertschätzung über irgendetwas zum Ausdruck. Du sagst, oh, ey, ich stehe voll auf Comics. Und dann sagt der eine, boah, Alter, das ist voll öde. Ja, und dann fängst du an zu überlegen und sagst so, ist das wirklich so? Sind Comics öde? Was ich an dieser Geschichte mit dieser Frau liebe, ist, dass sie sich nicht hat abbringen lassen von dem, was sie liebt. Sie liebte Jesus und deswegen gab sie ihr Bestes, das, was sie hatte. Also Liebe gibt. Nun geht das Kapitel emotional weiter. Warum? Weil Jesus jetzt sagt, es ist soweit, jetzt werde ich wirklich sterben. Und ihr könnt trotzdem getrost sein, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Und Markus Kapitel 14 zeigt uns dann, dass Jesus seine Jünger damit beauftragt, das letzte Abendmahl, das letzte gemeinsame Abendessen zuzubereiten. So, und allein, also ich finde das richtig krass, dass Jesus sagt, Alter, jetzt geht ihr mal in die Stadt und da werdet ihr einen Mann treffen, der hat einen Wasserkrug auf dem Kopf, dem folgt ihr und dann sagt ihr ihm, wenn er euch fragt, warum folgt ihr mir? Na ja, klar, würde ich auch machen, also wer folgt mir hier? Dann sagt ihr, ja, wir wissen, dass sie so ein großes Obergemach, also so eine Wohnung im Dach habt und dort würden wir gerne zusammen heute Abend essen. Und das trifft auch alles so ein. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Jesus kennt die Zukunft. Also super emotional das Ganze, auch für die Jünger das so zu erleben. Stell dir mal vor, du wärst derjenige gewesen, der beauftragt worden ist. Und sowas kannst du auch mit deinem Jesus erleben. Nun kommt dann wieder ein sehr emotionaler Moment, und zwar, dass Jesus zu seinen Freunden sagt, weil wir lesen das in einem anderen Evangelium, im Johannesevangelium, Kapitel 15, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr allein meine Jünger oder Knechte, also Menschen, die mir dienen, sondern ihr seid zu meinen Freunden geworden. Und zu seinen Freunden sagt Jesus jetzt, auch ihr alle werdet mich verlassen. In meiner schlimmsten Stunde, dort, wo ich leiden werde, werdet ihr mich alle verlassen. Wie emotional ist das? Und dann finden wir diesen Moment, wo,
wo Petrus, einer seiner engsten Freunde, die so richtig sein Inner Circle, dass der sagt, ach, alle werden dich verlassen, aber ich werde es nicht tun. Und dann kommt dieser Moment, wir lesen das am Ende von Markus Kapitel 14, wo selbst Jesus von seinem besten Freund Petrus verleugnet wird. Super emotional. In all dieser Emotionalität möchte ich dir ein zweites Prinzip heute mitgeben. Und zwar, du als Teenie, du weißt es ganz, ganz genau, auch gerade aktuell, dass du immer wieder auch mit deinen Emotionen konfrontiert bist. Ja, du steckst mitten in der Pubertät wer bin ich, was will ich, was mag ich, was hasse ich? Und was ich in dieser ganzen Emotionalität großartig finde, ist, dass Jesus konstant liebte. Also Jesus veränderte sich nicht. Denn wir lesen später im Johannesevangelium, dass Jesus dem Petrus ein leckeres Frühstück zubereitete und ihm klar macht, du, zwischen dir und mir, auch wenn du mich verleugnet hast, auch wenn du aufgrund deiner Emotionalität nicht Ja zu mir sagen konntest, meine Liebe zu dir hat sich nie geändert. Und das ist dieses zweite Prinzip, dass wenn du merkst in all dieser Emotionalität, dass Jesus die Konstante in deinem Leben ist. Jesus ist die Konstante. Er liebt dich bedingungslos und das ist auch der Grund, warum er für dich am Kreuz starb. Und das ist, was wir dann in Markus Kapitel 15 lesen werden. Und das wäre dann natürlich auch die Hausaufgabe für die nächste Woche. Natürlich soll es auch wieder eine Challenge geben. Ich liebe Challenge. Warum? Weil das wie ein Action-Step ist, etwas, was dir hilft, die Dinge, die du gerade lernst, einfach direkt umzusetzen. Weil uns geht es ja nicht darum, dass du dir Wissen aneignest, sondern dass du Veränderung in deinem Leben erlebst. Und die Challenge für diese Woche wäre einmal, dass du dir fragst, was lieb ich wirklich? Und wenn du dir nicht sicher bist, überlegst, okay, was gebe ich? Worin gebe ich meine Zeit? Worin investiere ich meine Zeit? Und dann in Bezug auf das ganze Thema Emotionalität, dass du in dem nächsten Moment, wo du merkst, du deine Emotionen, die schwanken so richtig, dass du dir einen Moment mit deinem Jesus nimmst und sagst, Jesus, ich weiß, du liebst mich bedingungslos. Ich komme jetzt mit meiner ganzen Emotionalität, mit meiner aufgewühlten Seele zu dir. In diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig gute Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao.